Yoga lernt man am besten, indem man jeden Tag übt. Die Yogalehrerin Bärbel Miesner zeigt, wie es geht. Zusammen mit ihrem Mann nimmt sie kleine Übungsprogramme auf Video auf. Diese Anleitungen kann sich jeder kostenlos im Internet anschauen und sie nachmachen. Im Netz kennt man solche Lehrvideos auch als Tutorials oder How-to-Videos. Für Yoga ist das Videoformat perfekt, findet Miesner. Es ist tatsächlich so, dass Yoga-Studios teuer sind. Das ist auch berechtigt, denn es ist ein großer Aufwand, so ein Yoga-Studio zu betreiben. Aber es ist halt nicht für jeden bezahlbar. Mit Miesners Videos kann jeder zu Hause üben, auch wenn er sich keinen regelmäßigen Unterricht leisten kann. Manche bedanken sich dafür mit einer Spende. Andere kaufen ihre DVD oder nehmen an einem ihrer Live-Kurse teil. Auf YouTube stellen unzählige Leute ihr Wissen und Können zur Schau. Wir können Menschen dabei zusehen, wie sie Fotos bearbeiten, Fliesen verlegen, Haare frisieren, Krawatten binden oder Origami-Figuren falten. Schritt für Schritt machen sie uns vor, wie es geht. Gerade Handwerkliches begreift man so viel schneller als etwa durch ein Lehrbuch. Und nach kurzer Zeit sieht man ein Ergebnis. Sascha Frieseke vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft glaubt, seitdem es How-to-Videos für fast jedes Problem gibt, sparen sich immer mehr Nutzer die Suche nach Antworten in dicken Büchern. Das kann zum Problem werden. Was natürlich passiert, ist, dass dadurch, dass die How-to-Videos viel, viel präziser auf einzelne Fragestellungen antworten, man nicht gezwungen ist, den Kontext zu lernen. Das heißt, was passieren könnte, ist, dass man so quasi Art Inselwissen irgendwo aufbaut zu Kleinigkeiten, die man machen kann, aber man hat nicht den Kontext und die Verallgemeinerung. Anders gesagt, How-to-Videos zeigen uns zwar, wie man ein Ei kocht, verraten uns aber nicht, dass es durch ein Huhn gelegt wurde. Außerdem, was online so leicht aussieht, erfordert oft jahrelange Übung. Unter der Überschrift Nailed It, sinngemäß so viel wie voll ins Schwarze, dokumentieren Nutzer, wie ihr erster Versuch meistens daneben geht. Einer der größten aktuellen How-to-Trends: Handarbeiten. Erstaunlich viele Menschen entdecken gerade ihre Liebe zu Nähnadel und Strickzeug. Im Netz finden die Hobbyhäkler Inspirationen und Anleitungen. Das Startup Makerist möchte aus diesem Trend ein Geschäft machen. Mit aufwendig produzierten Online-Kursen will sich Makerist von der Masse der How-to-Videos abheben. Ein Kurs kostet zwischen 10 und 29 Euro. Zahlungsbereite Kundschaft gäbe es in Deutschland genug, glaubt Gründerin Amber Riedel. Es gibt immer diejenige, die sagt, ich habe kein Geld, ich habe sozusagen mehr Zeit als Geld und dafür investiere ich die Zeit, um durch verschiedene Seiten mir durchzuschauen und das mir eher beizubringen. Es gibt aber auf der anderen Seite Leute, die sagen, ich habe mehr Geld als Zeit und ich kaufe mir die Zeit ein. Und ich gehe davon aus, dass die Leute das richtig durchgedacht haben und dass ich da eine bessere Lernerfahrung habe. Das Start-up schickt den Handarbeitern alle Schnittmuster, alle Stoffe und alle sonstigen Materialien direkt nach Hause. Dann geht es gleich zur Sache. Schnelle Erfolgserlebnisse sollen die Neulinge zum Weitermachen motivieren. Am Ende könne man bei Makerist genauso viel lernen wie an einer Nähschule, sagt Riedel. Solche Lernerfolge werden sich beim Yoga wahrscheinlich nicht so schnell einstellen. Manche Übungen können sogar schmerzhaft sein, wenn man sie falsch ausführt. Auch Bärbel Miesner weiß, ihre Videos können einen richtigen Yogakurs niemals ersetzen. Aber die Tutorials können ein Anfang sein, den Einstieg erleichtern. So sehen das offenbar die meisten Zuschauer. Einige vertiefen das tatsächlich und die schreiben mir das auch, dass ihnen das den Einstieg erleichtert hat, dass sie sich jetzt bereit fühlen und sich auch trauen, in ein Yoga-Studio zu gehen, weil sie zum Beispiel dachten, sie seien zu unbeweglich oder sie seien zu dick. Und die fassen dann zu Hause ein bisschen Mut und mehr Selbstsicherheit, haben das Gefühl, jetzt sind sie beweglicher geworden, jetzt können sie damit umgehen und dann probieren sie es aus. Man kann How-to-Videos als oberflächlich abtun, als kontextlose Lieferanten von Alltagswissen. Aber oft geht es um mehr. Die Online-Videos schaffen Vorbilder. Sie bringen Menschen dazu, Dinge zu tun, die sie sich ohne die kurzen Filmchen nicht zugetraut hätten. Sie ermuntern, nicht gleich bei jeder Gelegenheit nach einem Spezialisten zu rufen, sondern auch mal selbst Hand anzulegen.
oder die Yogamatte auszurollen.